Die Griechen gründeten viele Kolonien an den Küsten und im Landesinneren Siziliens und kamen dabei an Stränden wie diesem an. Wir sind im Naturschutzgebiet Torre Salsa, das am besten erhaltene und unberührte Stück der sizilianischen Küste ist. Unsere Guides für heute sind Francesco und Andrea, die hier wunderschöne Reittouren zwischen Wasser und Felsen, Bergen und Meer, Dörfern und Geschichte anbieten. Francesco, from where are we starting today? Iniziamo da questa bellissima spiaggia, ma ci muoviamo per andarla a vedere dall'alto. Seguimi. Nur wenige andere sizilianische Strände können so wie dieser im Naturschutzgebiet Torre Salsa eine Vorstellung davon vermitteln, wie alle Strände Siziliens in einer längst vergangenen Zeit aussahen. Andernorts hat die menschliche Nutzung und das unkontrollierte Baden oft die Artenvielfalt der Dünenvegetation zerstört, die die sandigen Küsten mit den alten Wäldern im Landesinneren verband. Die Landschaften wurden durch Zweitwohnungen, Straßen, Hotels und Uferpromenaden verunstaltet. Hier gibt es aber auf mehr als 7 Kilometern Länge nichts von alledem. Das Reservat wird vom WWF Italien verwaltet, der es überwacht, schützt und mit seinen Guards und wissenschaftlichen Leitern eine nachhaltige Nutzung gewährleistet. Wir trafen einige von ihnen beim Kontrollgang. Im westlichen Teil des Naturparks stoßen wir auf die ersten Zeugnisse eines geologischen Phänomens, das einen langen Abschnitt der Südwestküste Siziliens kennzeichnet. Die immer imposanter werdenden Felsvorsprünge aus rein weißen Tonschichten. Sie sind das Ergebnis der Ablagerung von kohlensäurehaltigen Gehäusen von Mikrofossilien, vor allem Amöben, in einem einst tiefen Meer. Diese alten Meeresböden, die später das Land bildeten, wurden durch Witterungseinflüsse erodiert und geklettet. Ihr Gestein ist sehr brüchig und bröckelt oft, sodass kleine Felsen am Strand entstehen. Der außergewöhnlichste und spektakulärste Teil dieser weißen sizilianischen Küste erhebt sich majestätisch ein paar Stunden zu Pferd entfernt. Er wird Capo Bianco genannt, was auf Italienisch das Weiße Kap bedeutet. Indem der weiße Stein des Kaps nachts mit Feuer beleuchtet wurde, entstand ein natürlicher Leuchtturm, der vom Meer aus mehrere Kilometer weit zu sehen war. Wie immer wählten die Griechen auch hier den Standort ihrer neuen Kolonie mit großer Sorgfalt aus. Sie musste immer einen breiten Sandstrand haben, der als natürlicher Hafen genutzt werden konnte, und einen nahegelegenen Fluss. In Capo Bianco heißt der Fluss jetzt Platani, seine Mündung liegt fast am Fuße des Kaps und das Gebiet ist durch ein 260 Hektar großes Naturschutzgebiet geschützt, das vom Department für ländliche und territoriale Entwicklung betreut wird. In der Antike folgten die Menschen den Ufern der Flüsse, um ins Landesinnere vorzudringen und die Berge zu erreichen, die über viele natürliche Ressourcen verfügen. Im mittleren Westen Siziliens gibt es eine lange Bergkette, die parallel zur Küste verläuft, die Sicani-Berge. Wie in alten Zeiten werden wir mit unseren Pferden den Flüssen folgen, um diese Berge zu erreichen und ihre Naturschönheiten und einige der zahlreichen und interessanten Dörfer zu entdecken. Nach etwa 5 Stunden zu Pferd erreichen wir das Dorf Burgio auf einem Hügel in einer Höhe von etwa 200 Metern. Vor dem 11. Jahrhundert sind die historischen Quellen sehr spärlich, aber der erste Herr von Burgio war der Emir Ali bin Cema, der sein Reich seinem Sohn Hamud vermachte. Er wurde 1087 von den Normannen des Grafen Ruggero besiegt und unterworfen. Die Altstadt konzentriert sich rund um die normannische Burg mit ihren Gassen und Höfen. In ihr kann man wertvolle Fassaden alter Adelspaläste, Kirchen und Klöster entdecken. Im hiesigen Kapuzinerkloster wurden vor kurzem die Krypta der Bestattung und die darin liegenden etwa 50 Mumien restauriert. Es ist ein kleines, aber überraschendes Museum der Mumien, das man nicht verpassen sollte. In Sizilien war es gängige Praxis, religiöse Würdenträger, Adlige und alle, die es sich leisten konnten, zu mumifizieren. Das ehemalige Kloster, das der Kirche Santa Maria delle Grazie angegliedert ist und 1580 von dem Orden der Minderen Brüder errichtet wurde, beherbergt heute das Keramikmuseum von Burgio. Bereits um 1400 wurden die Tongruben der Umgebung genutzt und die Terrakotta wurde für Ziegel und Baumaterial verwendet. Es wurden aber auch Amphoren, Vasen und Teller aus farbiger Keramik hergestellt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass bereits um 1500 eine bedeutende Produktion stattfand. Heute setzen viele Kunsthandwerker im Land diese alte Tradition fort.
Töpferwaren sind überall im Dorf zu finden, in Schildern, Ortsnamen, Tafeln und Dekorationen von Häusern und Kirchen. Aber Burrigio ist in ganz Italien für einen anderen, heute sehr seltenen Beruf bekannt, den Bau von Glocken. Seit dem 16. Jahrhundert baut die Familie Virgadamo und ihre Nachkommen Glocken für die Kirchen der ganzen Welt. Es handelt sich um eine äußerst komplexe und schwierige Kunst, die große Erfahrung und Meisterschaft erfordert. Um das nächste Dorf, Palazzo Adriano, zu erreichen, folgen wir dem außergewöhnlichen Lauf des Flusses Socio in einem Canyon mit bis zu 300 Meter hohen Felswänden. Auf diesen fast 8 Kilometern durchqueren wir eine wilde und spektakuläre Natur mit neuen Überraschungen hinter jeder Biegung des Flusses. Die steilen Wände sind reich an Meeresfossilien aus der letzten Phase des Paläozoikums. Die dichten Eichenwälder des Reservats beherbergen 60 verschiedene Vogelarten und in den ungestörten Felsen nistet der seltene Habichtsadler. Hier in den Bergen leben schon seit Jahrhunderten Menschen und wir besuchen Dörfer, in denen man das traditionelle Sizilien noch entdecken kann, in denen die Zeit langsamer fließt und in denen alte Traditionen noch sehr wichtig sind. Wir sind in Palazzo Adriano, in dem der berühmte Film Cinema Paradiso gedreht wurde und besuchen das Museum, das sich im alten Kino des Films befindet. Es enthält Relikte und zahlreiche Fotos, die während der Dreharbeiten zu dem Oscar-prämierten Film unter der Regie des jungen Giuseppe Tornatore aufgenommen und von Philippe Noré und Salvatore Cascio meisterhaft interpretiert wurden. Die meisten Außenaufnahmen des Films wurden in diesem Dorf gedreht, das die alte Charakteristik der sizilianischen Bergwelt, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, voll und ganz repräsentiert. Der Lebensstil, die Architektur der alten Häuser aus grauem Stein und die Steinpflasterung der Straßen wurden nicht verfälscht, sondern erhalten, renoviert und restauriert. Das gleiche gilt für die Überreste der normannischen Burg. Sie war ein kleiner strategischer Vorposten, der das Tal des Flusses Socio und die umliegenden Sicani-Berge beherrschte und kontrollierte. Eine besondere Attraktion in Palazzo Adriano ist der zentrale Platz, der in dem Film von Tornatore als Kulisse verwendet wurde. Der Platz ist gesäumt vom Dada-Palast, dem heutigen Rathaus, der Kirche Santa Maria del Lume mit ihrem hohen Glockenturm und der majestätischen griechisch-byzantinischen Kirche, die Maria Himmelfahrt geweiht ist. In ihr wird die Messe nach dem griechisch-byzantinischen Ritus gefeiert. Die reich verzierte Wand, Ikonostase genannt, trennt die Gläubigen in der Kirche mit einem Vorhang vom Altar, der Vima, ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die örtliche Bevölkerung albanischer Abstammung ist. Im 15. Jahrhundert flüchtete eine große Zahl Albaner vor dem unaufhaltsamen Vormarsch der Türken in Albanien in den Westen Siziliens und gründete mehrere Gemeinden in den Sicani-Bergen. Der große barocke Brunnen inmitten des Platzes, der einst die Menschen und vor allem die Tiere tränkte, ist heute immer noch ein schönes Schauspiel, wird aber auch für andere Zwecke genutzt. In Palazzo Adriano fehlt es nie an Wasser. Es kommt aus dem Fluss Socio, der ins Dorf geleitet wird und 40 öffentliche Brunnen speist, die auch heute noch in Betrieb sind. Giuseppe Tornatore hat dieses außergewöhnliche Dorf in der ganzen Welt bekannt gemacht. Und die weitsichtige Dorfverwaltung hat alles auf eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung des Gebiets ausgerichtet, verbunden mit dem Erhalt der Natur, Kultur, Kunst, Gastfreundschaft, Dekoration und Landwirtschaft, die große Mengen an nativem Olivenöl von hoher Qualität und wunderbarem Geschmack produziert. Wir beenden unsere Tour mit Francesco und Andrea in Francescos Familienbetrieb. Das Herrenhaus war früher das Haus des Bahnhofsvorstehers der Prizi-Haltestelle einer Schmalspurbahn, die bis in die Nachkriegszeit die damals wichtige Stadt mit der Küste verband. Francesco empfängt hier im liebevoll restaurierten Haus seine Gäste für die letzte Nacht seiner einwöchigen Reittour von der Küste in die Sicani-Berge. Francesco züchtet Freiberger und kreuzt sie mit sizilianisch-orientalischen Vollblütern und Arabern. Die Kraft, die Gutmütigkeit und die Robustheit der Freiberger, vereint mit der Nervenstärke, der Schnelligkeit und der Widerstandsfähigkeit der Orientalen und Araber, ergeben hervorragende Trekkingpferde. Der Hof von Francesco liegt am Fuße des Berges, auf dem sich das Dorf Prizi befindet.
Seine Ursprünge scheinen auf 480 bis 476 vor Christus zurückzugehen, als Gerone, Tyrann von Gela und Syrakus, am Fuße des Berges die Stadt Hypana gründete. Vor kurzem wurden bei Ausgrabungen sogar die Überreste eines griechischen Theaters freigelegt. Nach der römischen Invasion zogen die Bewohner auf den Gipfel des Berges, wo sie die Festung Prixis gründeten. Das kleine, aber sehr interessante archäologische Museum der Stadt sammelt Funde aus der damaligen Zeit und erzählt und erklärt die Geschichte des Gebietes, das, wie der Rest Siziliens, nach der Vertreibung der Sarazenen normannisch wurde. Von der normannischen Burg auf dem höchsten Punkt der Klippe ist nur noch wenig erhalten. Aber dafür ist das Netz der mittelalterlichen Straßen, Höfe, Adelspaläste, Gewölbe und die kleinen Häuser der Bauern und Handwerker intakt. Damals arbeiteten die Frauen mit Webstühlen in ihren Häusern, um Leintücher und Kleidung zu produzieren, die im ganzen westlichen Sizilien verkauft wurden. Heute kann man die Frauen, die diese Handwerkstradition am Leben erhalten, in ganz Sizilien an den Fingern einer Hand abzählen. Sie fertigen nun hauptsächlich Pezzare, farbige Matten für Touristen. Eine uralte und sehr gängige Tradition ist der Ball der Teufel. Das spektakuläre Festival bewegt sich an der Grenze zwischen Heiligem und Profanem und ist zweifellos eine der charakteristischsten Darstellungen von Ostern in Sizilien. Am Ostersonntag muss man sich in Prizi vor dem Tod hüten. Er trägt ein gelbes Gewand, eine Maske mit satanischem Grinsen und eine Armbrust in der Hand. Die Teufel tragen einen roten Overall und eine große Maske. Seite an Seite mit dem Tod ziehen sie den ganzen Tag durch die Stadt und belästigen und fangen ihre Opfer ein, indem sie wie von Dämonen Besessene tanzen. Die Opfer haben nur eine Chance, ihre Seele und ihre Freiheit wiederzuerlangen. Sie müssen eine kleine Spende in Geld oder in Süßigkeiten zahlen. Der Glaube, das Osterfest und die Festtage werden von der Bevölkerung hier sehr intensiv gelebt. Die vielen Kirchen sind größtenteils noch in Gebrauch und prägen mit ihren Glockentürmen das Erscheinungsbild der Stadt zwischen den Dächern der alten Häuser, die noch mit den typischen Terrakotta-Ziegeln gedeckt sind. Die Reittour von Francesco und Andrea endet mit der Erkundung der vielen Sehenswürdigkeiten von Prizi zu Fuß.